Herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Make Coins. Wie immer zeige ich euch am Anfang alle Verkäufe. Ihr seht schon, es haben sich 22 Objekte verkauft. Die Informs gehen wieder relativ gut weg. Auch sehr viele Silberspieler wieder verkauft. Seht ihr, was ich jetzt hier noch drauf habe? Ich empfehle euch, das nicht so wie ich zu machen, nur mit so vielen Informs. Macht 50 Silberspieler, 50 Informs. Dann gehen mehr weg. Hier habe ich zwar noch eine Ladung Silberspieler drin, aber sollte eher so ausgeglichen sein, weil Informs gehen manchmal nicht so gut. Seht, ich habe hier auch nur Informs bekommen. Gehen zurzeit halt richtig gut. Wenn ihr viel Münzen habt, könnt ihr die natürlich auch einfach kaufen. Silberspieler gehen natürlich schneller weg als die Informs. So, dann schauen wir mal wieder nach Silberspieler von Barclays Premier League. Wie immer stellen wir hier 550 ein. Dann schauen wir, ob wir gute Objekte finden. Am Anfang könnt ihr eigentlich immer schnell durchswitchen, weil am Anfang kommt eh nichts Gutes. Wenn da so bei der fünften Minute was Gutes wäre, das wäre schon längst weg. Hier kann manchmal noch was Gutes dabei sein. Kann er hier für 300 Münzen mal drin sein, könnt ihr dann mitnehmen. Oder so ein. Ihn hier könnt ihr auch für 300 Münzen mitnehmen. Genau wie diesen Revier könnt ihr auch für 300 Münzen mitnehmen. Kriegt ihr auch für 500, 600 immer los. Ja, 450 ist hier jetzt einer drin. Rechtsverteidiger ist sehr beliebt, aber der nehme ich nicht mit. Sind wir schon bei der 55. Minute angelangt. Bis jetzt haben wir nichts Gutes gefunden. Senderos könnte man probieren. Und das ist ein richtig guter Deal. Haben wir sogar bekommen mit Anja. Sehr gut. Kriegen wir locker für 1000 Münzen weg. Hier, wenn ihr so einen für 400 könnt ihr dann immer mitnehmen. Ihn hier nicht. Keeper auch nicht. Den Stürmer ist ein bisschen zu teuer. Der Keeper auch nicht für den Preis. Hier so ein Henry. Könnt ihr für 350 mitnehmen oder ihn hier für 400 Münzen. Ist natürlich richtig günstig. Und das war es auch mit den Barclays Premier League Silberspieler. Den hier stellen wir für 1000 Münzen rein. Sogar ein bisschen teurer, 1200. Mit Anchor kriegt man den locker weg. Die anderen so einfach fürs Doppelte. Weil die Silberspieler gehen natürlich besser wie die Informs. Bei den Informs macht ihr halt mehr Gewinn. Wenn ihr mehr Silberspieler habt, macht ihr dort mit mehr Gewinn. Gehen wir jetzt in die Bundesliga. Könnt es auch mit der Serie A oder der BBVA machen, aber da geht es nicht so gut. Da gehen die Spieler nicht so schnell weg. Gehen zwar auch weg, aber nicht so effektiv wie von der Bundesliga oder von der Barclays Premier League. Da das die zwei beliebtesten Ligen sind. Schauen wir mal, ob wir da was Gutes finden. So, bei der 50. Minute angelangt. Momentan nichts Interessantes drin. Baumjohann nehmen wir mal mit für 400. Ist nicht teuer gerade. Ostscholek für 300 Münzen nehmen wir auch mit. Wo wir noch sehr viel auf der Liste haben. Beister könnte man jetzt auch mitnehmen. Rita auch. Aber ich habe nicht mehr so viele Plätze frei. Deswegen nehme ich die jetzt nicht mit. Ihr könnt die natürlich euch schnappen. Wenn die jetzt noch drauf sind, holt die euch. Wenn ihr sowas wollt, dass ich dann so ein paar drauf lasse, um euch zu sagen, welche ihr holen sollt, könnt ihr das auch mal in die Kommentare schreiben. Kann ich immer ein paar drauf lassen, die ich kaufen würde, dass ihr euch die schnappt.
Ostjoleck stellen wir mal für 800 rum rein. Letzter Zeit habe ich gegen die nicht so gut mehr weg. Ein Objekt hat sich direkt verkauft. Dieser Hossinger für 900 für Münzen. Ah, die Liste läuft gleich aus. Wenn wir uns noch anschauen, wie viele weggehen davon. Wenn wir jetzt erstmal nochmal nach ein paar Spieler schauen. Könnt nach Bronzespieler schauen, die sehr viel wert sind. So ein Sorn Maximin. Der wird ab und zu für 200, 300 Coins einfach reingestellt und da könnt ihr einen einfach zuschnappen. Der ist über 1000 Münzen wert. Das wissen dann viele nicht. Hier 1000 Münzen könnt man denn jetzt mitnehmen. Dann schaut ihr, wie viele der nächst teure ist. 1000 Münzen geht eigentlich für den. 1400. Schauen wir mal, wie viel der nächste kostet. 1700 könnte man jetzt mitnehmen. Ist natürlich frisch auf dem Markt, nehmen wir auch mit. Stelle ich dann für 1,4 rein. Sind auch immerhin 300 Coins Gewinn. Schauen wir nochmal nach dem Wiese, den ich ja letztes Mal leider verpasst hatte. Könnt ihr immer nachschauen nach dem. Manchmal werden da welche für 200, 300 auf den Markt geworfen. Ihr seht ja, 4000 ist wieder der günstigste. Manchmal sind da sogar gar keine auf dem Markt. Jetzt schauen wir wieder nach Informs, wo wir welche zum Sofortkaufpreis finden. Hier stellt ihr dann die 9000 ein. Weil es gibt auch Informs, die kosten zum Sofortkauf nur 9300. Das wissen viele nicht. Und ihr könnt euch dann dadurch schnappen. Ihr müsst natürlich hier noch Sofortkaufpreis maximal 10.000 eingeben und dann sucht ihr. Geht ihr bis auf die letzte Seite. Schaut ihr, ob wir einen finden. Da ist jetzt keiner drauf. Ab und zu verstecken sich die da dann. Meistens bei der 58. 59. Minuten müsst ihr einfach schauen. Könnt mal vor- und zurückgehen und manchmal kommen dann welche. Wir haben drei Objekte verkauft, wie ihr sehen könnt. Maximon sofort verkauft und Marcello habe ich mir verkauft. Habe ich zwar ein paar Coins Verlust gemacht, ich habe mir den damals für 340.000 oder so gekauft, aber bin jetzt endlich losgeworden. Bin ich auch froh drum. Das macht mir da nichts aus, die paar Coins. Ich habe ja genug Profit gemacht. So, Maximum sofort losgeworden. Seht ihr, 300 Münzen ruckzuck gemacht. Schauen wir noch nach ein bisschen Informspieler, auf die wir so bieten können. Stell hier einfach 10.000 ein. Und schaut nach goldenen Informs. Pato könnt ihr euch sehr, sehr gut erbieten. Diesen griechischen Stürmer. Ihn hier ist nicht mehr in Packs zu ziehen. Könnt ihr euch auch immer erbieten. Kriegt ihr auch für um die 12.000 weg. Jonathas ist auch sehr beliebter Spieler. Butland wird man nicht bekommen. Müsst ihr erst gar nicht drauf bieten. Valdez kann man versuchen. Gamboa werde ich mal mitbieten. Kostet ungefähr 20.000. Gomez. Ein bisschen teurer noch, nehmen wir auch, bieten wir auch mal drauf. So ein Meier wäre natürlich ein Schnäppchen, wenn wir den hier für 10.000 Münzen erbieten könnten, genauso wie so ein Eto'o. Legende schlechthin. Bin ich jetzt noch auf diesen Jonathas. Dann war es das auch mit der Folge. Wie immer würde ich mich über 30 Daumen nach oben freuen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es in die Kommentare. Ciao, ich bin raus.